Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bloodborne in den verbotenen Wäldern und wir sind mal wieder ziemlich weit am Anfang, weil die Tür tatsächlich zu ist. Was ich so nicht ganz erwartet hätte. Dass die Tür wieder zu ist, aber okay. Dann würde ich sagen... Not this time. Nee. Ich laufe mal wieder ein Stückchen weiter runter. Und gucken wir mal, dass wir die Hunde kriegen. Ist natürlich jetzt blöd, dass wir die Abkürzung nicht mehr haben. Aber na gut. Oh, eine Ölurne. Sehr schön. Das macht nix. Und ich glaube, der eine Typ ist total böse, den wir gesehen haben. Immerhin, ne? Immerhin. Hallo. Hallo. Hund. Trottelhund. Curse-y-riss! Wumms, ich schlag durch dein Schild hindurch, du kleiner Bastard! Du siehst mal, wie gut dein Schild ist. Ja, ich hab mal direkt mal die Rune ausgerüstet, das heißt, wir haben jetzt... jede Menge mehr, ne? Hier war die Abkürzung runter, da möchte ich jetzt nicht lang. Gibt's hier auch eine Abkürzung? So, dankeschön, kleiner Mann. Wir laufen gleich mal hier hoch, die anderen Gegner sind mir egal. Hauptsache die Feuerwerfer da sind weg. Ja, wir gehen natürlich wieder mal in das Haus rein. Darf ich ihn jetzt mal umhauen? Dankeschön. Plötzlich sind alle Türen auf. Crazy. Ja, dich habe ich gesehen, Hund. So, du Drecksvieh. Na, das war doch faktisch, ne? Ach, der ist tot und bleibt tot, oder was? Da bereit ein Schaf. Friend. So, du leg dich mal bitte schlafen, denn du bist jetzt tot. So, wir sind aber fast schon wieder da, wo wir aufgehört haben. Und oben schießt mir wieder einer runter. So, fall mal mit deinen Quecksilberkugeln da runter.
wollte gerade sagen, der ist doch nicht tot. Das wäre ja auch zu einfach. So, Leiche. Ja, natürlich habe ich das voll. Mal auf zu schießen hier, ich bin eh nicht mehr da. Dreckgeil. Ich bin schon lange, lange weg. So. Hier ist wieder so ein komisches Schlangenvieh, das haben wir ja schon gesehen. Da hinten läuft es rum. Lassen wir es doch einfach mal. Oder? Komm, wir greifen uns gleich an. Ach so, ja, hier läuft ja noch so ein Vieh rum. Und hinten gibt es auch noch irgendwo lang. Man weiß ja gar nicht, wo man hier langlatschen soll. Man weiß hier gar nicht, wo man langlaufen soll. Warst du hier? Wie? So. Blut für und vor dem Wind. Können wir gut gebrauchen. Aber ja, nur so ein paar dabei, ne? So, ich hätte jetzt aber wirklich mal gerne wirklich eine Abkürzung zu so einem Lager. Eine gute kleine wäre nicht verkehrt. Ist halt nur die Frage, wo? Also da unten wahrscheinlich irgendwo. Schätze ich doch mal, weil es kann nicht sein, dass wir da so weit weg sind. Glaube ich einfach nicht, dass wir weit weg sind zu unserem bisherigen Glied. Oder zu unserer ersten Laterne, von dem her. So. Have you got a screw loose? Or is it your animal intuition? Ist klar. Es war also wirklich ein Biest, ja? War also wirklich... Oh, dass da jetzt mal ein Biest rauskommt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass er ein böser Kerl ist, ja, aber ein Biest? Oh, guck mal, das Gift bringt ihn ja um, ne? Wow. Es ist eine Dunkelbestie. Darf ich echt mit einem Messerchen vergiften oder was? Ja, steht er in der Tür rum. Geh weg! Du Vieh! Hunters are killers, nothing less. You call me a beast? A beast? What would you know? I didn't ask for this. Aber du hast die armen Leute umgebracht! Du wolltest unser Dorf killen! Du wolltest alle in der Kirche killen, wenn ich dich gelassen hätte. Hättest du das auch getan? Also, es tut mir leid, Beast. Hast ja was Löwenartiges, ne? So ein bisschen. Eine Sturmbestie. Also echt. Er
Schließ hier mit dem, mit der Tür. Ja. Bringst du dich selber um? Stehe von meinem Gift! Oh, ich stehe von meinem Gift! Oh, das reicht nicht. Au. Ach, wir haben doch getroffen. Direkt die Bestie. Eine weitere Jägerbestie. Ist das die alte Frau? Die sieht zumindest so aus, als wäre es die alte Frau. Aber wie ist die hierher gekommen? Ich meine, ernsthaft, wie ist die hierher gekommen, die alte Schrapnelle? Sollten auf jeden Fall mal nachgucken, ob sie es wirklich ist. Mach mal ein Lichtchen an hier. Oh, das ist eine Bestie. Hallo. Also ich habe mir schon gedacht, dass das Vieh die alle umgebracht hat, aber dass jetzt da wirklich sowas bei rauskommt, bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht. Mein Gott, stell mal vor, wir hätten die in unser Dorf gelassen. Hätten wir die in unser Dorf gelassen, die hätte doch alle abgeschlachtet, oder? Die hätte alle in der Kapelle von Ödön umgebracht. Also falls es irgendeiner von euch gibt, der jetzt Krupel hat, dann sagt hier, Moscha, der blöde Sack hat das Vieh umgebracht. Ja, habe ich. Habe ich und es tut mir nicht leid. Habe ich und es tut mir wirklich absolut gar nicht leid. Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Ich will noch einfach mal gucken, wo uns der hinführt. Zug gegen Gift und eine Tür. Und ein paar ekligen Raben. Und die sind wieder. Meine Güte. Okay. Oh, die Arme. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, wir gehen mal gerade unsere Seelen aus, wenn wir schon mal hier sind. Welcome home, good hunter. What is it you desire? Very well. Let the echoes become your strength. Let me stand close. Now shut your eyes. Was machen wir denn jetzt? Geht gut.
So, ja, mehr habe ich nicht. Dankeschön. Farewell. Ist natürlich die Frage, wollen wir jetzt nochmal zu Josefka gehen und die, naja, mal besuchen gehen? Ich weiß es nicht. Erstmal zurück zum verbotenen Wald. Dich habe ich nicht vergessen, mein kleiner Rahmenfreund. Nee, 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 nee. So, weg hier. So. Na dann. Nanu? Jetzt mal wieder nach unten, würde ich sagen, oder? So, gehen wir jetzt einfach weiter oder hauen wir das Thema um hier? Schlangenmensch. Markanter Wutedelstein. Aha, sehr schön. Oh mein Gott. Wo sind wir jetzt hier nur wieder mal gelandet, in diesem Wald hier? Und hier scheinen wir generell jetzt neue Gegner zu bekommen, wie es aussieht. Weil da unten sind schon wieder Gegner, die ich noch nie vorher gesehen habe. Guck mal da vorne, dieses komische Vieh da. Es ist ein Schlangenknäuel. Wie jetzt hier im Snake Park oder was? Snakes on the plan. Wo dieser Tackle einfach mal ist. Die haut ja fast alles ziemlich schnell um. Okay, wir sind also anscheinend... Ich schätze mal, wir sind jetzt hier im Reich der Schlange. The Snake Pit. The Snake Pit. Ja, wie schön man hier einfach so... mal irgendwo runterfallen kann oder weil so hinterlaufen kann, ne? Oh, irgendwas Großes macht hier große Geräusche. Wieder einfach mal um. Wissen der Verrückten. Natürlich können wir wieder ein Wissen der Verrückten. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Und eine Zwillingsgutscheinscherbe. Das finde ich sehr schön, dass wir sowas hier kriegen. Denn die können wir gut gebrauchen.
Oh ja, natürlich. Mistviecher, ihr seid so klein, ihr gebt mir auf den Piss. So, warum klappt das jetzt nicht mehr mit einem Schlag hier? Ich glaube, es hackt! Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Hohoho! Ich bin der Hackman. Ich hab doch hier gerade eine Leiche gesehen, oder bin ich blind? Ach, hier. Warum machen die mal mehr, mal weniger Schaden? Oder warum bekommen die mal weniger Schaden? Kann mir das einer erklären? Nein? Dann halt eben nicht. Sind das Eier, oder was ist das? Das sieht ja echt mal seltsam aus hier. Irgendwas macht hier verdammt komische Geräusche. So, da geht's unterhalb weiter, hier geht's oben weiter. Man, I don't know which way to go. Hier steht wieder mal so ein Schlangenmann. Schlangenmann tut, was immer ein Schlangenmann kann. Und das ist ziemlich oft wahrscheinlich sterben. Das ist gemein! Es geht rechts lang, es geht links lang. Gehen wir einfach mal hier lang. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt ziemlich viele Zwillingsblutsteinscherben. Das würde es halt. Nur ich brauche nicht so viel. Oh. Hätte ich die ein bisschen getrennt? Okay, heißt das, du bist ein einmaliger Gegner oder was? Ja.
bleibt mal stehen, ja? Oh Mann! Fuck you! Die habe ich gar nicht gesehen! Die habe ich gar nicht gesehen! Und wen hätte ich es anders gemacht? Wenn hätte ich es definitiv anders gemacht, wenn ich die gesehen hätte. Boah, die habe ich gar nicht gesehen. Meine Fräse. Oh, Mondscheinbrocken. Das heißt, wir haben den ersten Gegenstand, um auf plus 7 zu gehen. Fehlen ja nur noch 2? Oder habe ich mehr? Sind die hier drin? Die verbrauchen einen, okay. Mich verlaufen. Auf jeden Fall ziemlich viele Materialien. Hier waren wir schon, ne? Ich glaube schon. So langsam laufen wir im Kreis. Ich habe echt keine Ahnung, wo wir sind. Uhaha. Uhuhu. Und ein bisschen Angst habe ich hier natürlich, weil es ist ja ein kleines nettes Gebiet. Das hier liegt hier vielleicht noch auch irgendwas. Außer der Abgrund. Nein. So. Blutsteinkalk. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Gegner kommen einmal, oder? Die machen so komische Terz, wenn die kaputt gehen. Ist hier noch irgendwie was? Natürlich geht drauf noch irgendwie was. Also ist das denn wie eine Wand? Alter. Komme ich auch irgendwie anders wieder zurück? Nö. Natürlich nicht, wäre ja auch zu einfach, nicht wahr? Oh mei. Das ist eine totale Kreise. Nö. Da unten waren nur die kleinen Gegnerchen, ne? Oder halt so, ist auch egal, so war das eigentlich geplant. Tiefsee. Hatten wir nicht schon mal eine Tiefsee-Rune? Ach nee, normale Tiefsee. Gegen Wahnsinn. Sehr schön. Eine Kerl-Rune, die unmenschliche Laute umschreibt. Die Umschrift der unmenschlichen Stimme der Großartigen beschreibt tiefgehende Strömungen. Diese Rune bedeutet Tiefsee und gewährt erhöhte Resistenz gegen Wahnsinn. Große Mengen Master bewachen aus Bollwerk den Schlaf und prophezeien die unheimliche Wahrheit. Überwinde dieses Hindernis und suche, was dir gehört. Okay, also der Angriff von oben, der war echt effektiv. Au. Genau reingesprungen, ne?
Schlängelchen, 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 Schlangen. Schlangen, Schlang, 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 Schlang. Schlängelchen, 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 Schlängelchen. Schlang, 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 Schlang. Schlang, 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 Schlang. Wow. Du kommst ja gar nicht an mich ran. Warum machen die eigentlich so komische Geräusche, wenn die explodieren? I don't know. Giant snakes on the plan. Da unten läuft wieder ein Kerl rum. Ja, der Kerlemann, der witzige Schlangenmann. Da unten geht's auch noch weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich langlatschen soll, liebe Freunde. Ach, hier liegt einfach sowas rum. Rasendes Kaltblut. So, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's für diese Folge mit Bloodborne. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Bloodborne. Bis dahin, euer Moscher. Ciao, ciao.